für heute vielleicht ein kleines Zeichen der Hoffnung in diesem doch sehr außergewöhnlichen Advent. Die Geschichte ist ja reich an Parallelen. Es gab schon in früherer Zeit Pandemien und Epidemien, die in ihren Auswirkungen jedoch weit dramatischer waren, als wir uns das heute vorstellen können. Philipp Nicolai war ein Pfarrer und Verfasser von Kirchenliedern, der am Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert in Norddeutschland wirkte. Im Jahr 1596 übernahm er die Pfarrei in Unna. Und nur wenige Jahre später brach dort eine Pestepidemie aus, die für unfassbar viele Todesfälle sorgte. Ihm starb seine Kirchengemeinde förmlich unter den Händen weg. Philipp Nicolai war es klar, er muss jetzt ein Zeichen der Hoffnung setzen und er tat es musikalisch. Er verfasste einen Choral, den die Christen beider Konfessionen auch heute noch häufig in Adventsgottesdiensten singen. Wie schön leucht uns der Morgenstern. Ich spiele ihn nach einem zeitgenössischen Orgelsatz, den Johann Hermann Schein Anfang des 17. Jahrhunderts verfasst hat. Und davor gibt es natürlich auch ein kurzes Vorspiel, das ich mir selber mehr oder weniger aus den Fingern sauge. Falls jemand mitsingen möchte, der Choral ist abgedruckt im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 70 und im katholischen Gotteslob unter der Nummer 357.